Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Fallout 4. Yay, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, entschuldigt, dass die letzten zwei Tage, drei Tage keine Folgen kamen. Ich hatte ein ganz, ganz schlimmes Arbeitswochenende hinter mir und dann privat auch echt... echt privat richtig, richtig viel Stress. Ich bin nicht dazu gekommen, was aufzunehmen ist wirklich, hat auch wenig Lust, muss ich sagen. Ich habe mich in der letzten Folge, ich musste mich eben erstmal kurz mal wieder reinfinden, was ich überhaupt in der letzten Folge gemacht habe. Da haben wir uns ja entschieden. Nach deiner Erkundung des Instituts haben wir endlich einen Bericht aus erster Hand über diese Einrichtung. Lass mich mal ausreden. Ich habe mich ja dafür entschieden, nicht gegen die Bruderschaft vorzugehen. Allein erstens, weil die mir schon sehr sympathisch sind. Zweitens, weil mein Hauptlager hier hinten ist. Meine Schicht war lang. Hi, Dogmeat. Hallo. Ja, kommst du mit? Weil mein Hauptlager hinten ist und sobald ich mich gegen die Bruderschaft stelle, greifen die mich an. So. Das ist eben das Problem. Aber ich wollte eigentlich noch was anderes machen. Und zwar wollte ich mal kurz die abgeben. Und dafür mir was anderes holen. Wenn ich wüsste, wo es ist. Das sind Mods. Kampflinde. Da war's. Ich wollte noch was anderes machen. Hey, was ist los? Klar. Wirf mal einen Blick rein. Ich wollte nämlich mal was testen. Ich habe nämlich in einem anderen Video gesehen, dass man den was anziehen kann. Nochmal. Davon ein und wir nehmen mal das. So. Hey, du musst mal schauen, ob das wirklich so funktioniert. Das und das. Ah, es funktioniert tatsächlich. Okay. 24. Muss das nur sagen. Es funktioniert tatsächlich, wusste ich gar nicht. Dann gib mir ihm mal noch einen Helm. Das wusste ich gar nicht. Erstmal den ganzen Schrott wieder. Hey. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage... Es ist natürlich intelligenter, ihm so eine einzelne Panzerung zu geben. Na komm schon. Dann hat er natürlich den Nachteil, dass er weniger mitnehmen kann, aber er ist besser gepanzert, er kann mich besser unterstützen. Außerdem können wir mal ein bisschen Veränderung rein. So, Lederrüstung. Ah, das ist so doof, dass... Linkes Bein. Linkes Bein. Linker Arm. Ich gebe ihm mal alles mit einem Stern. Ja,
Wir haben hier einiges drin. Und deshalb möchte ich mich nicht für die fürs Institut entscheiden. Das ist eigentlich wirklich der Hauptgrund. Arm. Gut, dann gucken wir mal, was ihm noch fehlt. Aufgepasst. Handel. Bum, bum, bum. Meine Waffen, meine Kleidung. So, Kommandobrustteil. Spee. Im Wünsche entgegen. Ach Mann, ich drücke immer die falschen Tasten. Das nervt mich so ein bisschen. Dann ausrüsten. 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 Okay, hier haben wir schon mal doppelt. Nehmen wir das. Siehst du denn aus? Ach, die fehlt natürlich jetzt noch. Rechter Arm, rechtes Bein, linkes Bein. Ach Gott, Entschuldigung, dass es gerade so langweilig ist. Dann gucken wir mal. Also rechter Arm braucht er. Rechter Arm. Rechtes Bein, linkes Bein. Und er braucht noch einen Helm. Ich habe so viel Scheiß hier drin, das ist so krass. Und... Oh, wir haben übrigens auch noch was für Dogmeat. Harnisch, Vollhelm. Linker Arm. Schau, wie das an ihm aussieht. Wir machen heute wieder natürlich zwei Folgen. Harnisch. Haben wir jetzt schon Vollhelm? Es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur zeige, wie ich ihn hier... So, Kampfrüstung. Okay. Sind Vollhelm. Da fehlt noch tatsächlich der Harnisch. Das will ich übrigens haben. So. Wo bist du? Da bist du. Aufgepasst. Das habe ich dabei. Das freut mich so. Die haben so alle 8, 9. Was ist mit der Sündausrüstung? Die haben natürlich alle mehr. Ne, dann geben wir ihm die Sündausrüstung. Dup, 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 dup. Das sieht doch schick aus. Es passt zwar gar nicht zu dem Unterteil, aber das interessiert mich gerade gar nicht. So, dann packen wir den ganzen Schrott wieder zurück. Aufgepasst. Was brauchst du? Brauchst du ich weiß nicht, ob es irgendwie wirklich einen Einfluss hat, aber ich wollte es einfach mal machen, weil ich habe es in einem Video gesehen. Ah, verdammt. Nein! Schön.
Ach man, das nervt mich gerade. Einmal eine falsche Taste gedrückt, das wird mir wahrscheinlich noch öfters passieren. Los. So, das sieht besser aus mit dem Harnisch. Und hat auch mehr Power. So, dann packen wir das mal alles wieder weg. Kampfrüstung, linkes Bein, rechtes Bein, dumm. Das schmutzige Genau, haben wir noch irgendwas, was wir wegpacken müssen bei den Waffen? Nee. Ach, Mods haben wir schon wieder so viele dabei. Krass, dass wir schon wieder so viele Mods gefunden haben. Aber nicht die Mod, die ich unbedingt haben möchte. So, Schrott haben wir nicht dabei. Gut. Rüstungswerkstatt. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte jetzt erstmal... das anlegen. Ja. Ja, super. Bist du ein bisschen schüchtern? So, dann gehen wir mal dahin, wo ich jetzt die ganze Zeit schon hingehen wollte. Ich weiß natürlich nicht, was ich jetzt machen soll, groß. Daten. Das ist ja die Hauptmission, die ich nicht machen möchte. Also die wir die letzte Folge gemacht haben. Jetzt will ich mal gucken, ob das... weil das ist eine Nebenmission, das sind Nebenmissionen. Das ist Nebenmissionen. Und das sind Nebenmissionen. Also schauen wir mal... weil das oder könnte ich mir das Einzige vorstellen, was eine weitere Hauptmission ist. Dr. Ingram, das Institut möchte, dass ich einen Beryllium-Beschleuniger aus den Ruinen von Mass Fusion hole. Ich wollte Proctor Quinlan nach einer Möglichkeit forschen lassen, Liberty Primes Reaktor zu starten. Und dann fällt uns das in den Schoß. Ich frage mich, ob das Institut das Gerät braucht oder nur will, dass wir es nicht bekommen. Wie dem auch sei, wir sollten beide zu Mass Fusion gehen und uns den Beryllium-Beschleuniger vor ihnen holen. Natürlich nur, wenn du nichts gegen ein wenig Gesellschaft hast. Es wäre gut, wenn du mitkommen könntest. Ich wusste doch, dass du das auch so siehst. Rüste dich vorher noch aus. Wir treffen uns auf dem Flugdeck. Okay. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Das könnte unsere beste Chance sein, uns eine Stromquelle für Liberty Prime zu sichern. Kriegsbeute, okay. Also tatsächlich ist das die Hauptmission, aber dann aus der Sicht von der Bruderschaft. Ich möchte dann in dem Zusammenhang gerne mal das Ganze mit meinem supergeilen X01 Anzug machen. Kerne müsste ich genug dabei haben. Ich müsste mittlerweile über 20 Kerne haben, da sollte das kein Problem sein. 31 Kerne. Jetzt haben wir nur noch 30. Ah, der war ja auch fast leer. Jetzt brauchen wir dementsprechend aber natürlich auch noch eine passende Waffe. Bum bum bum. Ein Escher. Fatman? Nope. Ich weiß immer noch nicht, wie der Junkjet funktioniert. So, dann werden wir... sie hat ja gesagt, wir sollen uns erstmal ausrüsten. Dann werde ich mal die Waffen so... die Dönermesser haben wir. Das Dönermesser. R1. Und die legen wir nach oben.
Mal gucken, wie schnell die Kerne leer gehen beim Rennen. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Gut, wir sollten uns auf dem Flugdeck treffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ja, sorry, dass in der Folge jetzt nicht so viel passiert ist. Wir sind jetzt gerade schon bei 15 Minuten oder 16 Minuten oder so. Und es ist, aber wie gesagt, ich werde heute noch eine zweite Folge als Entschuldigung raushauen, dass es die letzten Tage nichts geworden ist. Ich nehme die auch gerade heute ganz pünktlich. Es ist jetzt gerade kurz nach 6 Uhr morgens. Ach da. Wenn du mal, bist du für immer ein Feind, willst du wirklich veröffentlichen? Ja, klar. Roger, Schwertscheide. Ich hätte es vielleicht vorher mal noch speichern sollen. Wir haben Erlaubnis zum Absetzen. Halt dich lieber fest. Aber ich denke mal, dass es der richtige Weg ist. Ich werde mich nie daran gewöhnen, in diesen Dingern zu fliegen. Fliegen wir schon? Ach, jetzt. Gott, das riesige Flugzeug, ey. Begonnen, aus dem Kehre zum Institut zurück, hä? Das sieht ja geil aus. Thumbnail! Da sind doch schon wieder Supermutanten irgendwie unterwegs. Wo fliegen wir denn hin? Guck mal, da steht er. What the fuck? Wieso werden wir angegriffen? Von wo? Flug dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger. Ist gerade ein Licht angegangen. Feindliche Ziele auf dem Dach gesichtet. Bereite Angriff vor. Da wimmelt es nur sofort Sinn. Nicht in ihre Reihen, bevor ihr uns ablässt. Diese Waffe lässt sich sehr bescheiden steuern, muss ich mal sagen. Das lässt sich nicht... Komm schon. Also diese Waffe lässt sich überhaupt mal eben gar nicht steuern. Das ist... Was ist denn da los? Oh, einen erledigt. Super. Na, VATS kann ich auch nicht einsetzen. Was da? Doch, ich wollte schon sagen, wieso kriege ich da keine Punkte für? Wir nehmen zu viel Schaden. Ich bringe uns über das Dach, damit ihr aussteigen könnt. Na, ich glaube. Ah, da hätten wir doch mal locker mehr ausschalten können. Ich bedauere gegen die. Wir sind in Position! Los! Los! Wir sehen uns auf dem Dach, Paladin. Ja, komm, drück. Ich drück doch X, ja, ich wollte schon sagen. So, erstmal nach hinten decken, ob da was kommt. Nope. Da ist safe. Wieso liegst du denn schon wieder am Boden? Oh, da ist er. Seien Sie gewarnt. Ich kann nicht zulassen, dass diese Angriffe fortgesetzt werden. Hast du Pech? Na, komm her. Du willst es doch auch. Wo ist da noch einer? Hier rennt da bestimmt noch welche rum. So, Kronkorken, Fusionszelle. Fusionszelle. Rein rum. Zelle. Systeme.
Eigentlich könnten wir ja gegen das Institut die rechtmäßige Herrschaft einsetzen. Weil die dann einfach mal immer ständig Nachschub an Kronkorken. Zelle, weil ich immer ständig Nachschub an Munition bekomme. Meine Lieben, wir werden mal jetzt eine kurze Pause machen. Ich werde die Folge mal schnell in die Bearbeitung hauen, dass sie schon hochlädt. Und wie gesagt, es wird halt noch eine zweite Folge geben, weil die war ja bis jetzt ein bisschen lahm. Bis jetzt ist noch nichts viel passiert. Bis jetzt ist noch gar nichts passiert. Pistole, waren hier draußen noch irgendwelche. Und es wird dann gleich, wenn die Folge online ist, gleich noch eine weitere Folge geben. So in 10 Minuten wird die online sein. Da ist noch einer. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Hancock, wie geht's dir? Und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich zur nächsten Folge wieder. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis gleich. Ciao.